Henry Maske. Ich arbeite an einer alten, großen Schule. Backsteinbau, saniert. Mitten im gemütlichen Prenzlauer Berg. Meine SchülerInnen sind groß, klein, meistens freundlich, fleißig, faul, manchmal frech, witzig, garstig und sogar ab und zu richtig süß. Sie halten sich sogar oft an Regeln. Es ist erstaunlich, wie sie sich an die neue Situation gewöhnt haben. Da ist es wieder. Das einnehmende Thema, das unser Leben zurzeit bestimmt. Ja, die heimtückische Seuche stamme von Fledermäusen, munkelt man. Meine wissbegierigen SchülerInnen wollen wissen, wie weit diese kleinen vermeintlichen Blutsauger eigentlich so kommen, wenn sie sich in die Lüfte begeben. Ich gebe die Frage weiter an Google. Wie weit können Fledermäuse fliegen? Von den 45 in Europa vorkommenden Fledermausarten fliegen nur 4 weiter als 1000 Kilometer, antwortet Google brav. Naja, aber es waren ja auch keine europäischen Fledermäuse. Schon ganz am Anfang der Pandemie machten sich meine Schüler Sorgen. Frau Bärwald, ich möchte nicht sterben. Du wirst nicht sterben, Laura. Bleib ruhig. Aber Laura blieb nicht ruhig und plötzlich wollten 7 11-jährige Mädchen nicht sterben. Ich atme tief ein und aus, wie ich es beim Yoga gelernt habe. Und zu diesem Zeitpunkt war das Virus quasi noch absolut unsichtbar. Es war Luft. Niemand trug eine Maske und wenn doch, wurde diese als Hypochonder auf der Straße ausgelacht. Heute ist das anders. Überall Masken auf den Mündern, im besten Fall auch auf Nasen. Das Virus ist sichtbar geworden. Sichtbar als leeres Klopapierregal. Mehl wird teurer gehandelt als Kokain. Die Leute schleppen Konserven aus den Supermärkten wie kleine Ameisen große Stöcke im Wald. Ich hätte mich gern auf diese Situation eingestellt. Hätte zwar damals eine verwunderte Drogerieverkäuferin hinterlassen, wenn ich als Erste Pakete an Toilettenpapier gehortet hätte. Dafür wäre ich heute Königin, aber ohne Vorwarnung. Dabei war ich doch bloß kurz Zigaretten holen. Ach nein, ich rauche ja nicht. Aber ich schwöre, ich war nur mal kurz am Rumdösen und auf einmal gab es einen Knall und Rums, wurde alles aus der Umlaufbahn geschleudert. Genauso wie wenn der Partner allein Zigaretten holen geht. Man weiß nicht, was kommt, aber meistens wird alles anders. Meine SchülerInnen sind Corona-dressiert. Meistens jedenfalls. Paula, Maske! Rufe ich, als Paula schnell losläuft, weil sie dringend auf die Toilette muss. Mist, die Maske ist weg. Moment. Wir kramen in der Kiste mit den Ersatzmasken. Ist das deine? Frage ich. Nein, winselt Paula. Wir wühlen beide wie die Lemminge. Nichts. Nervös kram ich in meiner Tasche. Ich habe meistens Ersatz dabei. Wie lange hält die kleine Blase dem Druck wohl noch stand? Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Warum habe ich eine so unendlich große Handtasche? Als Lehrerin muss ich ja alles dabei haben. Bunte Stifte, Rotstift für die Korrekturen. Grün darf nur die Schulleitung, habe ich mir abgewöhnt. Stifte fürs Whiteboard, Laptop, Trinkflasche, Taschentücher, Büroklammern, Sicherheitsnadel, Magnete, Kreide, Bücher, Hefte, Ladekabel, Boombox, Brotdose, Trinkflasche, Apfel. Die kleinen Zweitklässler sitzen derweil mit Masken auf ihren Plätzen. Das mussten sie laut Verordnung nicht. Ihr dürft die Masken abstreifen, jodle ich und öffne die Fenster. Frischluft ist noch wichtiger geworden. Wird wahrscheinlich auf dem Schwarzmarkt teurer als Mehl gehandelt. Paula schaut mich mit großen, feuchten Augen an. Wir müssen die tragen, sagen alle im Chor. Es war Frau Meier, die junge Erzieherin, die eine neue Verordnung herausbrachte, weil auch sie Angst hatte. Nein, glaubt mir, die Schulleitung sagt, ihr müsst nicht, hechelte ich durch meine atmungsinaktive FFP2-Maske. Doch, rief der Chor. Und Frau Merkel hat das auch gesagt. Nein, sage ich. Aber sie bestehen darauf, ihre bunten Masken auf ihren kleinen Näschen mit den vorlauten Mündchen zu tragen. Paula trippelt mittlerweile so, als würde sie zu schneller Technomusik tanzen. Ich ersticke, schreit es aus der vorletzten Reihe. Nimm doch die Maske ab, Henry, rufe ich freundlich. Ich schwitze. Ich muss auch mal, ruft er mit belegter Stimme. Ganz dringend. Die Kinder müssen irgendwie ständig und unkontrolliert pinkeln. Das liegt daran, dass sie rund um die Uhr an ihren bunten Flaschen nuggeln. Ah, da ist eine OP-Maske. Puh, ich streife Paula die Maske über die Öhrchen. Los, lauf! Marlene,
Du gehst mit und Maske nicht vergessen. Meine Maske ist weg. Henry, los, lauf du mit. Puh, das war knapp. Die beiden rasen los wie von einer Tarantel gestochen. Ich schreie nur, Henry, Maske!